Hey, was zur Hölle? Wer ist das? Oh mein Gott, der Selbstjustizler. Ganz genau, der Kuhn. Und so ein kleines fettes Kind. Wo ist diese Katze? Das ist echt Qualitätsware. So eine Katze würde direkt an den Boss gehen. Du Idiot, du sollst sie nicht erwähnen. Jetzt müssen wir die Scheiße umlegen. Dann mal los. Du weißt nicht, wie der geschieht, aber es war definitiv der Kuhn. Entdeckung! Das nenne ich mal Kuhngerechtigkeit. Dann mal los! Los geht's, Furzlord! Wow. Vorsicht! Geiler Schlag! Okay, hör zu. Das hier ist nicht unser Ding. Der große Boss hat alle Syndikate unter sich vereint. Die Italiener, die Russen, die Sechsklässler, alle arbeiten für ihn. Wir tun nur die Katzenpisse in die Drogen und den Alkohol. Wer ist der große Boss? Er macht das nicht mal wegen Geld, Mann. Es heißt, er will einfach nur eine Welle von Gewalt auslösen. Wow, das hört sich gruselig an. Das ist gar kein Ausdruck dafür. Und jetzt wird der Boss erfahren, dass wir gesungen haben. Wir sind tote Männer. Echt krass, Alter. Los, hier lang. Es regnet Chaos. Netter Versuch, Kuhn-Freunde. Aber jetzt seid ihr meinem Allerheiligsten gefangen. Okay, ich wäre dann soweit, Neuer. Chaos! 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 Los geht's! Die Herrschaft der Ordnung ist vorüber, Kuhn and Friends. An den Chaosballwerfern kommt niemand vorbei. Wir müssen irgendwie zu der Leiter kommen. Jeder Mensch und jede Kreatur auf Erden wird von Lava bedeckt sein. Hey! Cool, ein Feuerwerk! Wow, ein Feuerwerk kann so gefährlich sein? Das ist das Schwachkopf, das Chaos macht vor klein wie mich! Verkloppt sie! Ich will wieder Stab der Wahrheit spielen! Mach sie fertig, Saftsack! So, dann werden wir vielleicht mal Freunde. Noch ein Feind fällt durch die Macht von Kuhn and Friends.
Dein Zug gehört jetzt Kuhn and Friends. YOLO! Ja! Von der Gerechtigkeit durchgenudelt. Wir sind wie die Heuschrecken. Dass mir keiner an mein Werkzeug geht. Holzschnitzer! Die gehören meinem Dad, ich brauche sie also zurück. Kinderspiel! Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. GG, Leute! Mein Werkzeug ist bereit. Ein frischer Wind zieht auf. Warum ausgerechnet müssen es Hunde sein? Das läuft genau wie geplant. Nimm das, Bitch. Oh! Oh, hi, Kid. Wir kämpfen jetzt. Verdammt! Mit jeder Runde dringen wir ein bisschen tiefer. Wie ein Bohrer. Peng, 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 peng! Hi! Irgendwo ist immer ein Loot. Selbst in der Hölle kommt nichts dem Zorn des Kite gleich. Ich will dir nichts vormachen, das wird schmerzhaft. Ja? Jetzt gibst du es ihnen richtig. Darauf können wir stolz sein. Das wird wehtun. Ja? Cállate, losico, pinche gordo. Der Kite wird's dir zeigen! Gerechtigkeit kommt ohne Anleitung. Zurück! Hi. Alter, richtig zerfetzt! Bereit machen für fieses Blinzeln. Pew, pew. Oh, nichts wie weg hier. Toolshed ist da. Geiles Ding! Alter, was? Mein Gott, er will die ganze Stadt zu Lava erklären. Ihr habt es tatsächlich bis zum Ende geschafft, Kuhn Friends. Kuhn and Friends, verdammt Butters. Und jetzt wisst ihr, dass ihr zu spät kommt. Ganz South Park wird bald bedeckt sein von Lava. Stellt euch das vor, man kann nirgendwo mehr hin. Jeder muss da bleiben, wo er ist. Für immer. Lava im Park, Lava im Dairy Queen. Das wird ein absolutes Chaos. Komm raus und kämpfe wie ein Mann, Chaos. Oh, ich bin inzwischen viel mehr als nur ein Mann. Ich habe endlich genug Alufolie, um meine bisher größte Waffe zu bauen. Es geht los. Ich präsentiere den Mecha-Lakaien Chaos Supreme. Eso
un trabajo. Oh, fuck, Alter. Macht euch auf euer Ende gefasst, Kun Friends. Kun Enfreth, jetzt reicht's, der Wichser stirbt jetzt. Das ist euer Mecha-Untergang. Wow, das ist ein ordentliches Bauprojekt. Danke. Vielleicht nächstes Mal. Endlich. Oh. Hey Leute, nicht so hart, okay? Und los geht's! Doppelschraube! Ja. Das hab ich nicht mal gespürt! Wow, ich bin fast beeindruckt. Hundearsch, gibt ihn Saures. Humankind, startbereit! Pew, pew. Spitze! Ach, meine Beine! Tiene que enviar mi cheque! Komm zurück, Lakaien! Vamos! Na gut, Leute, das war ein kleiner Rückschlag, aber keiner hält Chaos auf. Phase 2 einleiten. Oh, verdammt, Butters. Rakete im Anflug. Raketeneinschlag in T minus. Oh, gleich. Chaos. Oh, totales Chaos. Das ist für Scrambles, ihr Bastarde. Kinder, jetzt, Owen? Tomar el medicamento! Auf die Lakaien! Auf sie! Zurück! Darum kümmern sich meine Supreme-Mecha-Chaos-Lakaien schon! Pause! La curación! Sie heilen ihn! Auf die Heiler! Oh, alles okay, Lakaien? Darf ich? Darf ich? Rakete im Anflug! Für Chaos! Au! Mehr Chaos! Mehr! Kylo! Ist das keine reißfeste Folie? Bist du Bluter? Na, wir werden sehen. Das könnte brennen. Oh, au, ah. Bereit, die fette Ausrüstung auszupacken. Hier für dich, Arschloch. Ha! Wird wohl Zeit für eine Tetanusspritze. Das ist deine Dinero-Hilfe. Aquí viene. Gute Heilung, Lakai. Ich muss sagen, da brennt ein bisschen Zorn in mir. Laserfeuer im Anflug! Hey, lass das! Wow, hier unten lebt noch jemand? Starte Mecha-Vernichtungszyklus! Feuer! Wer will verstümmelt werden?
Jetzt wird genadelt, ihr Wichser! Laserbohrer! Ich hoffe, du hast eine Schutzbrille! Das Böse fürchtet die Kite-Laser! Pew, pew. Erledigt! Das darf nicht das Ende sein! Zum Glück haben wir 3 Phasen geplant! Ich habe keine Kackbeutel mehr, sorry! Hier kommt das Chaos! Jetzt wird gekunt! Ja! Ich frag mich, ob deine Actionfigur das auch könnte. Vielleicht mit so einer Art Sprungfeder. Startklar! Hier, Mann! Boah! Eklig, Alter! Ich bin drin! Okay. Ich mach das! Gib's mir! Auf den Zug hatte ich mich schon so gefreut. Rutsch nicht auf deinen Eingeweiden aus. Wäre schade, wenn du hinfällst und dir weh tust. Du bist fällig. Warum? Du hast wohl heimlich an Geräten geübt. Mhm. Gerät ist ein anderes Wort für Penis. Ja, ich weiß. Pew, pew. Ich hoffe, dir hat die Laserbehandlung gefallen. Du kannst die Schutzbrille jetzt abnehmen. Chaoshunde, tut eure Pflicht. Totales Chaos, extra scharf. Mecha, Mega, Angriff. Vorsicht, Kuhn. Du bist dran, Neuer. Und die Perls! Zeit auszupacken! Von wem hast du das ganze Geld? Butters, wach auf! Ich glaube, er ist tot, Alter. Er ist nicht tot. Wir sollten ihn lieber zur Basis bringen. Ja, kommt! Stecken wir ihn in die Zelle! In die Zelle? Oh, hört mal, es ist ziemlich spät. Ich krieg Hausarrest, wenn ich jetzt nicht gehe. Das hättest du dir vor deiner Lava-Aktion überlegen sollen. Hey, Alter! War toll, wieder mit dir zu arbeiten. Wie in alten Zeiten. Ja, aber wie gesagt, das war eine einmalige Sache. Und zwar nur, weil ich Wunderarsch was schuldig war. Komm, Toolshed, komm zurück ins Team. Würde ich ja gern, aber das Freedom Pulse-Franchise wird viel mehr Kohle machen. Falsch! Wir werden eine Milliarde Dollar verdienen. Und wir verdienen eine Basillion. Leute, denkt nach. Warum sollte jemand Butters fürs Chaos Stiften bezahlen? Wer könnte das sein? Vielleicht dieser Tommy Nelson. Er war immer schon ein Arsch. Setz dich, Donnerhose. Und wenn die Person, die Butters bezahlt, gar kein Kind ist? Du arbeitest also für einen Erwachsenen? Ich sag doch, ich kenn seinen Namen nicht. Niemand kennt ihn. Er will alle Gangsterfamilien der Stadt vereinen. Er ist überall. Er hat keinen Namen, kein Gesicht. Er ändert sein Aussehen wie der Wind seine Richtung. Moment, wie war das? Er sagt, eine Revolution steht bevor. Und die Finsternis unserer Herzen wird unser Untergang sein. Ach du Scheiße. Er ist der Befreier. Er kennt die wahre Schwäche der Toleranz. Sein Kommen wird eine Flut des Chaos mit sich bringen, wie die Welt es noch nie gesehen hat. Oh mein Gott. Kann das sein? Nein, das ist unmöglich.
Was ist unmöglich? Es gibt nur eine Person, von der ich weiß, dass sie sich so leicht verkleiden kann. Und diese Person könnte auch ein Motiv haben, South Park zu zerstören. Wer? Mitch Connor. Mitch Connor? Oh nein! Nein, 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 nein! Wer ist Mitch Connor? Cartmans bescheuerte Handpuppe! Du weißt, dass Connor meine Hand nur für seine Zwecke benutzt hat. Er gab sich als Jennifer Lopez aus, die Tacos und Burritos liebt. Als dann die Tarnung aufflog, wurde er verhaftet, konnte aber fliehen. Aber warum sollte er South Park zerstören? Und woher hat er die ganze Kohle? Halt's Maul, es ist nicht Mitch, scheiß fucking Connor! Bist du dir sicher? Nein, Kyle hat recht. Es kann nicht Mitch Connor sein. Connor kam bei der Explosion einer Ölplattform in Alaska um. Scheiß drauf, ich geh ins Bett! Ja, ja, gute Idee, Humankite. Geht mal lieber nach Hause, es ist schon spät. Wir treffen uns dann morgen wieder. Nach der Schule. Und jetzt die Nachrichten, die Sie gut in den Tag bringen. Guten Morgen, South Park! Der Selbstjustizler von South Park hat wieder zugeschlagen. Diesmal in einem Meth-Labor in einem U-Storage-Lagerhaus. Mehr dazu von einem Zwerg mit Fedora. Tom, 6 Personen wurden heute Nacht verhaftet, nachdem der Selbstjustizler ein Meth-Labor in der Lagerhalle hinter mir auffliegen ließ. Laut mehrerer Augenzeugenberichte waren die Fürze des Selbstjustizlers so fürchterlich, dass sie das Raumzeitgefüge zu zerreißen schienen. So einen Furz hast du noch nie gehört, Mann. Erst furzt er mir auf den Schwanz und dann war mein Schwanz irgendwie 20 Sekunden in der Vergangenheit. Endlich stellt sich mal jemand gegen das Verbrechen in dieser Stadt. Wenn Sie mich fragen, diese Leute haben es alle verdient, angefurzt zu werden. Ich finde, er ist eine Bedrohung. Wie lange wird es dauern, bis das Kind radikal wird und eine Schule oder Kirche hochjagt, hä? Wie lange, bis aus Captain America Captain Ideology wird? Hä? Der dritte Captain America-Film? Wie lange war das? 6 Jahre? Ungefähr 6 Jahre! Dutzende Demonstranten versammelten sich vor dem Polizeirevier, als ein Haftbefehl gegen den Selbstjustizler erlassen wurde. Diese Stadt wird nicht zum Opfer maskierter Kreuzritter, die nachts herumschleichen und Leute anfurzen. Wir empfehlen allen Bürgern, sich zu bewaffnen und sich gegen diese rektale Unterdrückung zu wehren. Ja, ich bin's. Niemand weiß irgendwas über das Kind. Nicht die Rasse, nicht mal, ob's ein Junge oder ein Mädchen ist. Was sollen wir tun, Sir? Streckt einfach weiter die Drogen und den Alkohol. Ich kümmere mich drum. Dieser Deal wird langsam brenzlig. Wieso ist die Bürgermeisterin noch im Amt? Sie wollten ihre Ruhe haben, Commissioner, um das zu tun, was sie lieben. Dafür habe ich gesorgt. Bleiben Sie einfach ruhig und bald werden alle genau das kriegen, was sie wollen. Stimmt's? Ich heiße Wendy. Willkommen an unserer Schule. Das Problem, von dem Koldal erzählt hat? Es ist schlimmer. Die Handelskammer will den Selbstjustizler unbedingt loswerden. Kennst du die Klos im Park? Da will sich Koldal mit dir treffen. Jetzt gleich. Na, jedenfalls schön, dass du hier bist. Siehst du, hat sich gedreht und dann andere Klamotten an. Bescheuert! Hier, Pussy! Alle Kuhnfreunde sofort zum Kuhnversteck! Wiederhole! Alle Kuhnfreunde sofort zum Kuhnversteck! Wer will zuerst? Schlag sie für den Kuhnfurzkiste! Haust echt ordentlich zu. Jau! Ich geb's zu, du hast Potenzial. Aus dem Weg, Kuhnfreunde, Daddy ist da. Cool, cool. Jau! Danke fürs Rumstehen wie ein Reh im Scheinwerfer. Ich mach dich platt! Mikroaggression! Schlag ihn! Au! Ich überleg... Oh Gott, Arschlord hat sich gefickt. Vierklässler versohlen, geile Sache!
Ohne zu zucken, Respekt. Für Viertklässler seid ihr echt zähe Brocken. Voll machen. Wen soll ich quälen? Ich wähle dich. Du bist voll am Ende. Dafür bist du mir echt was schuldig. Der Kalt bringt das Leid. Piu, piu. Kleiner Rückschlag. Ich bin dran. Megafaust, Pacharu. Au! Du hast ja richtig heftig ausgeteilt. Augen zu, Kinder. Der Kuhn macht jetzt ein paar nicht jugendfreie Sachen. Ja. Erzähl einfach, du hast dich beim Manscaping geschnitten. Nimm das, Zwerg! Ich bin jetzt dran. Lass dich da von deinem Freund massieren. Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? Haha! Fühlt den Zorn von Human Kite! Ein Viertklässler mit einem Drachen. Ja! Wer braucht am meisten eine Trackprügel? Wahrscheinlich Kyle. Ganz ehrlich, fick dich! Aha! Euer Date ist vorbei, an die Arbeit. Jetzt wirst du zerfetzt. Das solltest du abbinden. Dumme Kinder! Nehmt eure Medizin, Zwerge! Au! Du siehst ziemlich im Arsch aus. Das habe ich kaum gesehen. Steh auf, in der Arsch, wir haben gewonnen! Ich bin der Schnellste in der Stadt. In der Zeit hätte ich vielleicht 7 Millionen Selfies gemacht, Minimum. Wir sehen uns. Neuer. Es wird Zeit, dass wir uns kennenlernen. Ich bin Mr. Syndikatschef Obermotz. Und du forderst ständig meine besten Leute an. Sind wir zwei denn so verschieden? Wir wollen beide das Beste für die Stadt. Ich weiß, du hast sicher zu tun, aber komm doch mal auf einen Plausch bei mir vorbei. Ich bin bei den Sodo-Sopa-Ruinen. Mal ehrlich, was haben dir die Kuhn-Freunde schon zu bieten? Dass Cisgender dasselbe Klo benutzen müssen. Das muss echt schlimm für dich sein. Naja, egal. Hör mal, ich hab ein Problem. Ich bin wie du, ein Außenseiter. Ich hab auch mitgekriegt, dass die Erwachsenen in unserer Stadt sich immer seltsamer benehmen, aber keiner hört auf mich. Ich hab dann mal die Instagram-Profile von allen verglichen, um irgendwelche Zusammenhänge zu finden. Und da ist es passiert. Jemand hat meinen Datenvolumenvertrag deaktiviert. Mein Handy ist tot. Egal, wer das war, er muss dafür bezahlen. Ich stelle den Mobilfunkanbieter zur Rede. Ich kann das nur nicht alleine. Ich brauche dabei deine Hilfe. Nur du allein verstehst mich. Meine Eltern haben letzte Nacht zu viel getrunken. So lustig!